Zum Herunterladen der Software besuchen wir die Seite www.geovision-support.de. Gehen dann auf Video Management Software und dort wählen wir DVR NVR, GV DVR und dort die Datei Remote View Log, nicht diese View Log V2, sondern die 16, laden sie herunter. Nach dem Herunterladen im Ordner Anzeigen, rechten Mausklick auf die ZIP-Datei, alle extrahieren, Dateien nach extrahieren anzeigen, bestätigen, wird extrahiert, anschließend in den Ordner gehen, aufmachen, Anwendung ausführen und die Software wird installiert. Wurde kein Shortcut angelegt, findet ihr so unter dem Start Menü Programm Remote View Log. Das Programm startet, wir wählen aus Remote View Log Dienst. Da öffnet sich folgendes Fenster. Hier gebe ich einmal die IP-Adresse meines Videoservers ein. Die bleibt dann, wenn einmal erfolgreich verbunden wurde, auch drin stehen. Ist so. Auch wenn beim erneuten Aufrufen der Software ein leeres Feld steht, kann ich auf diesen Pfeil neben der Serveradresse draufklicken und sehe dann die bisher gespeicherten. So, Eingabe, Benutzername, Passwort, Kennwort speichern, empfiehlt sich auf OK. Kann sein, dass er sagt, es müssen noch Codecs installiert werden, dann lasse ich den das machen, damit auch neuere Kameras gefunden werden. So sieht jetzt das Startbild aus. Rechts habe ich die Baumstruktur der Aufzeichnungstage. Also ich sehe, April hatte aufgezeichnet, Mai hatte aufgezeichnet. Durch Klicken auf den Plus sehe ich auch, wie lange ich zurückschauen kann. Hier oben habe ich die Kamera. Dort kann ich auswählen auf den Klick mit dem Pfeil. Und kann mir die Kamera raussuchen, die für mich interessant ist, von der ich die Aufzeichnung sehen möchte. So, jetzt sehe ich unten meine Uhrzeiten. So, wir wählen uns einfach mal eine Datei aus. Nehmen wir die. So, und jetzt kann ich unten über den Wiedergabeknopf kann ich mir die Aufzeichnung anschauen. Ich habe die Möglichkeit, eine Pause zu machen. Hier zum Beispiel. Hier kann ich die Geschwindigkeit ändern. Ich kann es jetzt mit zweifacher, vierfacher Geschwindigkeit abspielen. Ebenso habe ich die Möglichkeit, wenn ich angehalten habe, über den Schieberegler auch eine Grobsuche zu machen. Wenn ich auf Stopp drücke, stehen mir alle Funktionen zur Verfügung. Das heißt, ich mache jetzt Stopp, will die Datei als AVI speichern, dann steht mir die Funktion Speichere als AVI zur Verfügung. Dann bekomme ich folgendes Fenster angezeigt. Zuerst wichtig in die Einstellungen gehen.
Um den Reiter. Und bei Codec-Auswahl, ganz unten, nicht diesen GOH264 nehmen, sondern den anderen WM9, damit die Videodateien auch auf Rechnern wiedergegeben werden können, die nur Windows haben. Diesen Ordner, entweder merke ich mir den Speicherort oder ich ändere. Mit diesen Regeln habe ich die Möglichkeit, das zu speichernde Video noch ein bisschen einzugrenzen, damit ich nicht jetzt, was weiß ich, hier 2 Minuten keine Bewegung habe. Also damit könnte ich suchen. Alles andere mit Wiederherstellung, Maskierung und so, das sollte man nicht anfassen. Also wenn eine Maskierung gespeichert ist, wie zum Beispiel Display von EC-Geräten, dann sollte man das so lassen. So, habe ich dann OK geklickt, dann fängt das Programm an, steht bei Status komplett, ist die Datei gespeichert. Hier kann ich ein Bild machen von der jeweiligen Aufnahme, also ein Standbild von der Position. Ebenso könnte ich es drucken. Ja, wer es möchte. Okay. Um für die Polizei eine CD zu erstellen, empfehlen wir das Backup. Aus dem einfachen Grund, hier kann ich eine DVD brennen. Ja. 4,7 Gigabyte. Sind es 4 Kameras, werde ich mit einer DVD nicht auskommen. Sage ich Festplatte benutzen. Er schlägt mir einen Ordner vor. Ich kann den ändern. Kann sagen, nee, ich will es nicht auf C, weil was weiß ich, das bloß meine Betriebssystemplatte ist. Die ist nicht so groß. Nehme ich eben eine andere. So. Der Name der Sicherungsdatei besteht aus dem Datum. Kamera und der Uhrzeit. So. Wenn wir das haben, kontrollieren wir, ob Speicher mit ViewLog Player der Haken drin ist. Das ist wichtig, sonst kann man sich es auch bloß nicht angucken. Dann gehen wir auf Zeitraum hinzufügen. So, jetzt sehen wir, der hat natürlich alle Kameras ausgewählt und liegt jetzt schon bei 94 Gigabyte. Oder sogar noch mehr. Mit dem weißen Kästchen kann ich alle Kameras abwählen und kann mir dann mit dem Häkchen natürlich auch wieder alle auswählen. Ich empfehle abzuwählen und dann nur die Kameras auszusuchen, die relevant sind, auf der die Person auch erkannt wird beim Diebstahl und beim Reinkommen vielleicht Gesicht gesehen wird oder sowas. So, dann habe ich oben meine Startzeit. Das sage ich klar, wir machen es am Samstag. Wir wollen ja nicht ab 0 Uhr aufnehmen. So, und enden am Samstag auch. Ich weiß, da war eine Viertelstunde drin oder so. Also, da sollte man es nicht übertreiben, weil es ist alles Speicherplatz. So, das Programm guckt jetzt noch nach und zeigt mir oben auch 454 MB. Naja, das ist eine Größe, damit kann ich umgehen. Die könnte ich auch auf eine CD brennen. Aber meistens kommt die Polizei sowieso mit dem Stick. Ich sage, okay, so, habe jetzt hier oben das, was ich ausgewählt habe. Da steht auch nochmal freier Speicherplatz auf dem Stick wäre ja auch interessant. Jetzt könnte ich auch CD benutzen. So, okay. Jetzt noch einige Besonderheiten, wenn ich das Programm Outdark nutze. Also ich habe Remote View Log installiert. Öffne das. So. Muss Remote ViewLog Dienst auswählen, muss eine Serveradresse eingeben.
haben wir ja schon mal gehabt. Wohin habe ich jetzt reicht? Durch den Rechtsklick sehe ich aber alle gespeicherten. Ich sehe aber nur IP-Adressen. Ja, wenn ich weiß, welches meiner Objekte eine IP-Adresse hat, ist das alles schön und gut. So, dann rufe ich den auf, Passwort ist ja gespeichert und ich sehe, ja, das ist jetzt die Abteilung Getränke vom BVCHD. Hilft mir weiter. Weiß ich, ist es A-Dorf, B-Dorf, C-Dorf? Bisschen kompliziert. Aus dem Grund empfehlen wir den Edge Recording Manager zu nutzen. Ein ganz einfacher Grund, wer den Edge Recording Manager installiert, anschließend Remote View Log, ja, der hat alles aus einer Hand. Weil ich habe ja im Recording Manager meine Hostliste angelegt. Da links, wenn ich gleich hingehe. So, und da habe ich zum Beispiel meine Demo 1. Da kann ich draufklicken, rechte Maustaste, kann Remote View Log aufrufen. Nochmal zur Erklärung, in den Host-Einstellungen konnte ich im Gegensatz zu Remote View Log nicht nur die IP-Adresse einnehmen, sondern auch einen Hostnamen. So, wenn ich jetzt auf den Hostnamen Demo 1 gehe, weiß ich, das ist mein Markt 1. So, gehe auf Remote View Log, muss nicht noch irgendwas einnehmen, irgendwas starten oder F10 drücken. Und habe sofort den Markt, den ich haben wollte. Und habe genau dieselben Funktionen, weil im Hintergrund wird ja Remote View Log in der Vollversion gestartet. Also wie gesagt, Remote View Log alleine ist ein bisschen schwierig. Ja? So. Ich kann auch Remote View Log öffnen, wenn ich zum Beispiel meine Live-Ansicht noch habe. Empfehlen wir aber nicht. Es klappt, es funktioniert, es geht alles. Aber bei der Live-Ansicht verbrauchen wir Daten. Man sollte sie schließen und Remote View Log ohne Live-Bilder aufrufen. Weil dann dauert es nicht so lange, was runterzuladen. Das war es eigentlich schon. Ich wünsche viel Spaß. Wichtig ist, Änderungen speichern. Danke.